Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Eastshade, eine neue Folge. Ich bin in der Pause mal ein kleines bisschen weiter gepaddelt und wir sind jetzt hier mittlerweile an diesem, ja, an dieser kleinen Bucht angekommen, wo wir eigentlich keinen so richtigen Weg hingefunden haben und jetzt uns unser tolles ja, Schilfboot doch eine Möglichkeit geboten hat, hier einfach mal, ja, hinzukommen. Es ist die abgelegene Bucht. Dann steigen wir mal aus. Ich packe mal vorsichtshalber unser Boot ein, nachdem uns in der letzten Folge ja doch schon eins abhanden gekommen ist. Und hier, ja, versteckt sich doch auch jemand. Da schläft gerade der Mops. Man erstmal seine ganzen Sachen und sprechen den dann vielleicht Hello. Mal an. Oh. Excuse me. I desperately need your help. Please don't leave. Hat jetzt nicht vor abzuhauen. Was ist denn los? I've been stranded in this cove for 2 days. Oh, if the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out. But as it is, I'm stuck. I've been stranded in this cove for 2 days. If the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out. But as it is, I'm stuck. Mhm. Jetzt hat er dasselbe zweimal gesagt, meinetwegen, wenn es mir wichtig war. Wie bist du denn dort hineingeraten? Ich komme wieder. Ja, mich würde schon interessieren, wie bist du denn dort hineingeraten? My children and I were visiting Eastshade, and we went out on the ocean for some fishing, when a terrible squall capsized us and sunk our boat. I've been stuck here, worried to death about them. Ja, da wissen wir ja schon, wo der ungefähr dazugehören könnte. Ich glaube, ich habe deine Kinder getroffen. Oh, thank the moon and stars. Are they safe? Where are they? Jemand kümmert sich um sie. Sie haben ein Lager im Wald aufgeschlagen. Jemand kümmert sich um sie. This is the best news. Thank you. I just need to get out of here and find them. I have a plan, but I can't do it alone. Ja, ihr könnt halt auch einfach in unserem Boot mitfahren, ne? Aber wie kann ich dir denn helfen? There's no way the two of us are going to fit in that kayak of yours. But that access ramp. If you could craft a rope out of twine, I think you could hang it from the end of the ramp. Das kann ich natürlich tun. Oh, I'm so lucky you found me. So, also. Schnur, eine neue Aufgabe. Wieder verkehrt. Eine Seilbauanleitung, aha. So. Tagebuch. Ich habe Tanik getroffen, der in einer kleinen Höhle feststeckt. Er ist der Vater der 2 Kinder, die ich in den Wäldern gefunden habe. Er braucht meine Hilfe, um herauszukommen. Ich muss ein Seil beschaffen und es an der alten Zugangsrampe befestigen. Also da oben dann. Aha, alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir für das Seil brauchen. 4x Schnur. Nein! Siehst du, hätten wir jetzt das Boot in der letzten Folge nicht bauen müssen. Hätten wir die Sache jetzt gleich abfrühstücken können. Aber so, Pustekuchen. Ich will bloß mal noch ganz kurz wissen. Ah, okay, das ist doch hier, alles klar. Nee, Quatsch. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Boot her. Was ist denn das hier? Guck mal. Okay. Ja gut, bis auf ein bisschen Holz. Nichts Geiles. Dann machen wir mal wieder los. So, da rein. Einmal drehen. Hop, 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 hop. So, von da sind wir gekommen. Okay, hier geht's hier raus. Da ist die Seildingsig bumsig. Aha, okay, also wären wir da sowieso ohne das Boot gar nicht rausgekommen.
Ich frage mich nur jetzt gerade. Ob wir hier vorne jetzt irgendwo rauskommen. Also was jetzt hier so der kürzeste Weg ist. Und dann müssten wir halt mal noch ein bisschen von dem Gelumbig sammeln, gell? So, genau, hier können wir anlegen und dann kommen wir ja die Treppen da einfach wieder hoch. So, zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Es zieht sich immer alles so ein kleines bisschen. Ich weiß bloß nicht, mit der Schnellreise, das klappt ja sowieso auch immer. Mit der Schnellreise, das klappt ja auch immer erst nachts, oder? Sehe ich das richtig? So, pass mal auf. Wir könnten natürlich auch noch Folgendes machen. Ich habe ja hier wieder gefunden unsere Aufgaben, Aufträge. Können wir ja vielleicht auch mal noch ein kleines bisschen was abarbeiten, denn schließlich sind wir ja Malerin. Und Malerinnen malen. Und einer unserer Aufträge, die wir angenommen hatten, ist es, eine Mühle zu malen. Das kriegen wir, denke ich, hin hier. Und die Ruinen, über die wir ja auch auf der Insel allerhand interessante Sachen erfahren haben. Da gab es ja einen richtigen Streit. So, guck mal, da haben wir sogar zwei drauf. Palim, palim. Eine Windmühle abgeschlossen. Dann gucken wir noch mal zu den Ruinen. Da müssen wir irgendwie hier runter. Und schauen mal, ob wir jetzt irgendwie auch so Gewurz irgendwie noch aufsammeln. Aber das scheint so in den Regionen hier doch eventuell eher weniger zu geben. Hier gibt es auf jeden Fall Schafe. Das ist ja auch mal was, die irgendwie niemandem gehören. Hier ganz allein auf der Wiese rumtollen. Hat er, glaube ich, in der, in der Folge, als wir das erste Mal hier waren, in den Tiffmoor-Klippen gesagt, dass mich das doch alles sehr an Irland erinnert. Oh, da hinten ist auch ein großer Schwarm an Vögeln. So, haben wir zumindest mal einen Stock. Auch wenn es nicht das ist, was wir brauchen. Ist doch gern eingesammelt. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch irgendwie. Ja, ey, jetzt kommst du nicht da hoch oder wie? Guck mal, das ist doch schön. Wenn das nicht schön ist. So. Tiffmoor-Ruinen. Auch abgeschlossen. Das dürfen wir aber mitnehmen. Das brauchen wir jetzt mal wieder hier ein bisschen im Wald. Das sind ja die Sachen, ne? Bücher haben wir schon mal. Achso, nee. Doch, oh, die haben wir verkauft. Federbrett. Wurzeln, genau, das ist das, was wir brauchen, ne? Was, zwei Stück? Jetzt waren wir noch an acht von den Wurzeln. Ganz schön teures Vergnügen, so ein. Kann man die nicht irgendwo kaufen? Nochmal, die wir zum Anfang alle gefunden haben, nicht so leichtfertig hergegeben. Ach gut, zu der Zeit haben wir halt auch Geld gebraucht. So, das.
Ach, eine Sache würde ich vielleicht doch noch ganz gerne machen. Ich würde noch mal, ihr wisst ja noch unten, wo der Typ steht, der ja sein Amulett verloren hat. Da würde ich vielleicht noch mal ganz gerne mit dem Boot gegenüber, war ja quasi auch noch so eine, so eine kleine Insel, dass wir da vielleicht noch mal so drauf gucken, ob es da doch eventuell ja so seine Uhr, sein Amulett dahin gespült hat. Ach, guck mal, das haben wir auch noch nicht gesehen. Der scheißt die Wand an. Ich habe gedacht, man hat so alles hinter sich. Ach, hier sind auch diese, der Vogelschwarm. Teams Obelisk. Wo sind wir denn da gerade? Ach, da, alles klar. Okay. Was macht denn ihr hier beten? Was gibt's denn hier? Geliebte Göttin, Erschafferin von Flüssen, Pflanzen und Hügeln, Kümmernde des Steins, des Winds und der Flammen. Dann heißt es da nicht Windes? Des Windes und der Flammen. Bitte nimm unsere bescheidene Gabe an mit immerwährendem Respekt für deine Kreationen und ihr Wohl gezüchtet und gepflückt. Aha, ich nehme euch hier mal die Sachen weg. Ja, das sind auf jeden Fall doch einiges an Leuten, die hier so sich rumverbeugen. Mit der einen hier vorne konnten wir sprechen, dann machen wir das vielleicht mal. Grüß dich. Yes. Yes, I see. Okay, was siehst du? I can see all. And at the moment, I see you. I see everything about you. Ich sehe dich auch. Grüß dich. Ja, dann beweis es I doch. will prove nothing, least of all to you. Begone. Let her divinity take you. Okay, tut mir leid. Was weißt du? Okay, ich gehe schon. Ja, komm, machen wir mal. Tut mir leid. Was weißt du? I see you have vast untapped potential, which you have not yet fully utilized. Okay, ja, erzähl mir doch mal mehr. I see doubt. You sometimes question if you've chosen the right path. Erzähl mir mehr. I see you are hindered by restrictions others may impose on you. Erzähl mir mehr. And I can see you are of your own mind. You do not blindly follow. Yes. I think you are just the one I need. Tell me, have you heard of the Roots? Okay, ja, natürlich haben wir They das are a gehört. group with lazy tendencies and hedonic inclinations. The holy tea is sacred and should only be used for sacrifice to her divinity. The use of teas by mortals is loathsome. We Shes understand that dream teas were created by Tiam for use by her alone. The tea must be offered only to Tiam. Ja, das finde ich auch. Es gibt doch genug Tee für alle. Klingt nach Verschwendung. Team klingt irgendwie erfunden. Ja, weiß ich nicht, ob wir da gleich so kommen wollen. Klingt nach Verschwendung. Ja, machen wir einfach mal. Es gibt doch genug Tee für alle. I see that you are confused, but you'll understand in time. The sinful use of dream tea must be stopped. The tea must be grown for Tiam or not at all. But the Roots members recognize us well. We need you. Will you accept this command from Tiam? Tja, was genau verlangst du You denn von must mir? take this vial of Tiam's antidote and splash it on the Roots tea vine. A single splash on a single leaf will do. You must first gain access to their ranks if you haven't already. It may be hard, but Tiam is with you. Ja, wie wirkt denn das Gegengift? You needn't ask, for it is a command of Tiam. She delivered it to me directly.
It is not our place to question her. Na gut, man kann ja sagen, wir machen es erstmal, ne? Und dann, ob wir es dann wirklich machen, ist ja im Prinzip uns überlassen. Deswegen, klar, go then, child. Go to where the roots slink. End their terrible reign of depravity. And know that TM smiles upon you. Praise TM. Mhm, okay, dann hätten wir doch da hier mal über die noch ein bisschen was rausgefunden. Verrückt, das hat man gelesen. Okay. Heißt, wir haben einen neuen Auftrag, Teams Befehl. Ah, okay, das ist jetzt wirklich hier. Ich habe ein Fahndungsplakat gelesen, eine Gruppe namens die Chess suchen nach Informationen über eine andere Gruppe, die Wurzel. Ich habe jetzt immer gedacht, dass die, also ja, das waren ja jetzt quasi die Chess hier. Genau, Samia, Anführerin der Chess, hat mich beauftragt, Teams Gegengift auf die Teepflanze der Wurzeln zu spritzen. Soll ich das wirklich tun oder soll ich lieber die Wurzeln warnen? Das ist eine gute Frage, weil ich halt denke, dass die Wurzeln doch eher, sagen wir mal so, ja, die sind, die ein bisschen klarer im Kopf sind. Sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, wie viel von den komischen Wurzeln? Da haben wir wieder 4. Das heißt, wir können noch einmal Schnur bauen und brauchen jetzt quasi nochmal 4. 19, 16. Ich hätte aber auch wieder ganz gute Lust. Aha, okay, alles klar. Ganz gute Lust mal wieder. Ha. Die Nacht zumindest vorzuspulen. Ich meine, so richtig haben wir ja die Wurzel noch nicht gefunden, gell? Also. Ich meine, wir wissen ja quasi, dass die da unten sind. Wir könnten da auch eventuell mal klopfen. Und mal sagen, hier, wir haben wichtige Informationen und vielleicht geht das ja. Wir könnten natürlich jetzt auch erstmal hier zu den Kiddies. Und sagen, dass wir... Dankeschön. Die Eltern gefunden haben. Also, den Vater gefunden haben. Na? Ist zwar noch nicht so richtig effektiv, also so richtig befreit haben wir noch nicht. Da fehlen uns noch ein paar Wurzeln. Das könnten die uns ja dann mal beim Suchen helfen. Aber, ja. Wo ist denn der Typ? Toma und Silly are looking after us until our dad comes back. They're so nice. We're sorry. Thanks for bringing us here. Ach so, der pennt hier und ihr sitzt einfach so rum. Okay, alles klar. Dann halt so. Und wir latschen uns hier mal noch ein bisschen in Wolf und kommen hier nicht drüber. Also das finde ich... Okay. Ich will mich nicht aufregen. Das Spiel hat einfach so, so viel Gutes. Geil. So. Das. Alles klar. Hätten wir das schon mal gebaut? Gebaut. Roundabout. Nichtsdestotrotz. Können wir jetzt so, schnell reisen eigentlich. Nö. Weiß nicht, da brauchen wir da irgendwas Besonderes dazu? Boah, Alter. Was ist denn hier gerade rumgesprungen? Jetzt ist doch gerade irgendwas voll in die Fresse gesprungen. Ich probiere nochmal meinen Klick mit der Angel, dass wir das nochmal probiert haben. Give off.
Gib auf. Scheiß geangelig. Nee, pass mal auf, wir nehmen hier rüber vielleicht doch das. Ah, funktioniert. Aha. Okay, jetzt sind sie auf einmal weg. Alles klar. So, Teddy, ist bei euch eigentlich alles klar? Können wir mal noch kurz die Lage checken? Dass wir das halt einfach auch nochmal so gemacht haben. Packen. Ich denke, dass bei denen alles wieder glatt läuft. The shop is bustling! And we're getting along just fine now. To think, it was just folks talking that drove business away all that time. So, was habt ihr, Kaisitradistel? Ja, komm, alles klar. I'm so happy we've sorted all this out, and I'm going to put together a kit of tinctures for Finn and tell him just what happened. Ja klar, mach We're das. Going to be new people. Mach das alles, mach das alles. Wir können ja jetzt auch mal wieder unser Fahrrad rauskramen. Da steht zwar jetzt immer dort, dass es dort nicht hingebaut werden kann, aber es funktioniert trotzdem. So, das ist geil, wie das Fahrrad hier einfach so zack, quer überall drüber heizen kann. Ohne Probleme. So Steine hoch. Ist mal kurz hängen geblieben, aber ansonsten läuft wieder eins das Teil. Was sagt denn eigentlich die Zeit? Gut. Passt doch mal auf. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich gehe jetzt mal in die Stadt, schlafe eine Runde. Und dann sehen wir uns frisch und erholt. Grüß dich. In der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Und macht's gut. Ciao.